Ich habe heute ein interessantes Video gefunden und ich dachte mir, da gucken wir doch mal rein. Das trägt aber den Titel: Reden YouTuber einfach nur grundlos alle Decks schlecht? Das ist von dem guten Nivska. Hier ist mein Kanal, könnt ihr gerne abonnieren. Ist ein junger Mann, der so bekannt ist, dass er ein bisschen rumschreit. Ich finde die Prämisse davon sehr interessant. Ich habe eine Vermutung, warum sich ein Video gedreht wird. Also ich habe zwei Vermutungen. Zum ersten ist einmal so, er hat wahrscheinlich irgendein Video gedroppt, wo er über irgendeine nicht so gute Karte geredet hat. Und andere gesagt haben, die ist aber doch gut, weil die kann das und das. Und der zweite Grund ist, weil das wirklich immer wieder aufkommt, dass YouTuber sehr schnell, also viele YouTuber sagen, das Deck ist nicht spielbar, weil ist aktuell nicht im Format vorhanden. Das wird wahrscheinlich häufiger mal aufkommen. Vielleicht hat ihn das so ein bisschen zu dem Video bewegt. Aber ich würde sagen, wir gucken da einfach mal rein, was er zu sagen hat und ob seine Punkte valide sind. Ich schätze mal schon, aber wir werden es jetzt ja sehen. Let's go. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Ihr hockt gerade attraktiven Individuen da draußen an den Empfangsgeräten. Warum betiteln wir eigentlich Decks oder Karten als schlecht? Das wird uns eigentlich gerne mal vorgerufen, dass wir die ganze Zeit alles normal reden. Wow. Niska, du bist nett, aber du bist gerade ein bisschen schnell. So, ich habe schon von allen YouTube-Sachen eingestellt. Aber er darf gerne normal mit mir reden. Das Video geht ja auch nicht so lang. Mir vor allem, dass sobald ich eine Karte lese, dass ich sehr, sehr schnell im Shotgun bin mit, diese Karte ist nicht gut. Jetzt Ja, gehe ich mal kurz okay. darauf ein, wieso, weshalb, warum. Da ich letztens erst ein TikTok hochgeladen habe, wo ich halt... Sag ich ja, er hat ein Video gemacht zu einer Karte, die nicht so gut ist. Okay. Okay, was für eine Karte war es denn? ...gesagt habe, weshalb tatsächlich keiner den blauäugigen Chaos Max braucht. Oh mein Gott, ja, Chaos Max Sache. Ja. Warum den keiner spielt? Ich hätte mal Discord gesagt haben, weil er ist schwierig rauszubeschwören. Und der macht halt nicht so viel. Weil auf Papier liest er sich halt echt gut, aber im Game ist die halt nicht so gut. Aber da wird es sehr viele geben, die sagen, ja, aber die ist unzerstörbar und keine Ahnung was. Okay, das ist auch so für das Video gewesen. Finde ich ein guter Ansatz, weil das ein schönes Beispiel sein wird, wahrscheinlich für das, was er sagen möchte. Okay? Spiel. Kurz gesagt, das Ding ist viel zu teuer und macht nichts Sonderliches. Jetzt kam Okay, ja. natürlich meine Kommentarsektion und hat mir versucht, in vielen Farben und Farben das Ding. Wenn man ein guter Spieler ist, kann man ein Deck mit ihm bauen und nicht so ein Metaspieler. Erstmal ein guter Satz auf jeden Fall. Aber wenn man ein guter Spieler ist, spielt man doch in der Regel trotzdem Meta, um halt, oder zumindest halt Meta-related oder ein Deck zu spielen, was andere Decks countert, die im Meta vorhanden sind, damit man halt was reißen kann. Heißt, ein guter Spieler wird jetzt nicht versuchen, eine semi-gute Karte spielbar zu machen, nur damit die Karte spielbar ist. Das wird halt nicht passieren, weil ein guter Spieler wird sich halt ein gutes Deck picken, mit dem er skillful halt die anderen Decks outen kann. Ja, der Kommentar ist auch ein bisschen cringe, ja. Als viable zu verkaufen. Weshalb ich halt hier leider sagen muss, das ist in meinen Augen trotzdem leider nicht wirklich Hast du korrekt. recht, Ich mein gebe Freund, ja. zu, dass auch ich nicht perfekt bin. Ich bin kein Pro-Player sonstiges. Ich bin nur einer, naja, der dieses Spiel zu einem sehr, sehr ungesunden Maße spielt und die Ja, ganze Zeit vor ich der spiel Kamera viel. hängt und seine Karten auf den Tisch knallt. Und muss ich halt Jo. auch leider sagen, dass auch ich irgendwo einschätzen kann, ob eine Karte jetzt oder nicht gut ist. Und Fun Fact, wenn Ja. sie mit blauäugig anfängt, ist sie zu 90% nicht sonderlich gut. Gehen wir mal kurz darauf ein, Ja, warum ich ist diese leider Karte so, nicht als ja. gut empfinde. Und zwar ist es immer zwei Punkte. Wie hoch ist der Aufwand, die Karte rauszubringen? Und was kriege ich dafür? Ja, Jetzt haben wir was das ich gesagt Problem, habe. der Aufwand bei einem blauäugigen Chaos Max Drachen. Du musst Advanced Ritual Art spielen im blauäugigen. Ich möchte mal ganz kurz einmal für all die das Video sehen. Ich finde das halt. Also die Karten, die er benutzt, sind, glaube ich, von Omega oder so. Das sieht echt schön aus. Also das sieht echt schön aus. Also mit den Effekten, die drauf sind und schön High Quality. Gefällt mir gut. Also, vielleicht sollte ich es auch mal überlegen, das so zu machen, weil das finde ich wirklich gut. Ich gerne mal. Das heißt, du musst die ganzen blauäugigen Bricks spielen, die du nicht auf deiner Hand haben möchtest, wirklich. Das heißt, du musst halt potenzielle tote Draws spielen in deinem Deck und dann Ja. hast halt nur den Power. Jetzt wurde mir auch schon öfters. Das ist halt genau der Punkt. Ne? Viele Spieler sehen halt die Karten in einem Vakuum und verstehen halt nicht, was man drumherum alles braucht, damit die Karte überhaupt funktioniert. Das heißt, du brauchst halt wirklich nicht nur den Chaos Max, du brauchst halt die ganzen Karten drumherum, damit du die Karte überhaupt spielen kannst. Und das ist halt kritisch. Du kannst theoretisch den Chaos Max Sachen in den Drytron machen, musst trotzdem zwei Monster dafür zu rotieren. Und das kann manchmal ein bisschen zu viel sein, weil für zwei Monster kannst du auch das Drytron oder Monster holen, was einfach besser ist. Ne? Deswegen muss man einfach sich gucken, okay, welche Option hast du überhaupt im Deck? Was macht überhaupt Sinn? Und das ist dann so eine Karte, die wiederum nicht so viel Sinn macht, daran zu spielen. Auch wenn die halt Ghost Second schon relativ easy OTK'en kann. Gesagt, aber Niska, den kann man sehr gut in Drytron bauen. Ich habe schon viele Games gewonnen, weil ich den in Drytron bauen kann. Als hätte ich das Video schon mal gesehen, ja, aber ich habe den letztens hat ein Bekannter von mir auch in Drytron gespielt.
Und ich glaube, er hat mittlerweile auch gecuttet, weil er gemerkt hat, so, ja, irgendwie funktioniert nicht so ganz. Ja. Habe. Lass mich dir hier vom guten magischen Zylindereffekt erzählen. Was? Oh, ja, okay. Aber die hat mir mal ein Game gewonnen. Okay, ja, okay. Gutes Argument. Was ist das? Der magische Zylindereffekt ist gerne etwas, was vom Küchentisch Yu-Gi-Oh! Abstammt. Und zwar, ich habe schon ein Spiel gewonnen, weil ich in einer Situation den magischen Zylinder geflippt habe und meine Gegner für Summe X geburnt habe und daraufhin das Spiel gewonnen habe. Wenn wir jetzt... Das ist ein sehr guter Punkt, das... Ist ja wieder Sache zum Kontext von Yugi, dass halt viele Spieler halt wirklich das in der Bubble betrachten, also wirklich halt die Karte für sich und halt nicht sehen, wie situationsabhängig das ist, dass die Karten dann funktionieren. Weil das meint ja gerade, ihr könnt mit Chaos Max halt OTK'en, aber ihr müsst erstmal dahin kommen, ihr müsst Ressourcen aufwenden, das zu machen und dann muss der Gegner noch ein Death-Monster haben, wo du halt wirklich OTK'en kannst. Also im besten Fall spielst du Karten, die dem Gegner gibst, die 0 Death haben, damit du halt wirklich auch OTK'en kannst. Das heißt, du musst halt noch mehr Sachen spielen, damit das funktioniert. Und die Frage ist halt zu einem gewissen Punkt, ab wann wird das denn einfach gimmicky und wirklich halt dein Deck an sich schlechter zu machen, nur um diese eine Karte zu resolven. Das heißt, wenn du halt eine Win-Condition drauf baust, ich habe hier auch mal ein Chaos-Max-Deck gebaut, was halt auch funktioniert hat, aber ich musste so viele Karten spielen, nur um das live zu bekommen, dass das Deck auch wirklich nur das gemacht hat. Und im Deck, wenn ich first gegangen bin, hat es halt nicht so viel gemacht. Und da muss man sich halt überlegen, okay, ist das halt wirklich worth it zu spielen? Und in den meisten Fällen muss man sagen, nein. Und guck mal, was ich jetzt sagen hat zu dem magischen Zylinder. Dieses Schema nehmen, können wir damit ziemlich jede Karte als viable nehmen. Ja. Ich habe mal ein Spiel gewonnen, weil ... hat mir das Spiel gewonnen auf der Stelle. Weshalb da auch leider der Chaos Max mit reinfällt. Das ist so, weshalb oftmals solche Argumentationen für mich nicht wirklich viable sind. Funktioniert auch nicht, ja. Ich persönlich gehe halt immer rein mit, geht die Karte plus, was heißt das? Kann ich aus einer Karte 2 machen oder 3? Grundsätzlich kein schlechter Ansatz zu bewerten, okay, gib mir die Karte irgendeinen Kartenvorteil, ob die Karte gut ist. In der Regel, wenn Karten dir wirklich halt mehr Karten geben, ist es an sich immer keine schlechte Karte. Da muss man auch überlegen, okay, wie situationsabhängig ist sie, wie flexibel ist sie spielbar und hilft die meinem Deck halt weiter. Ne? Das ist halt auch immer die Frage, die man sich halt überlegen muss. Also wie einfach kann ich diese Karte benutzen? Ein gutes Beispiel dafür ist Port of Prosperity gegen Extravaganz. Pauschal ist Extravaganz ein Draw 2 und Prosperity ist in der Regel halt, ich hätte mir eine Karte von den ersten 6 und einer von denen ziemlich gut sein. Also gibst das plus 1 auf, kannst dafür entscheiden, welche Karten du aus deinem Deck banishst und siehst mehr Karten, wovon dir eine wahrscheinlich mehr hilft, als die 2 Karten, die du über Extravaganz bekommen würdest. Obwohl Extravaganz ja keine schlechte Karte ist, aber im direkten Vergleich ist Prosperity ja deutlich besser, weil du quasi entscheiden kannst, was banish ich, was brauche ich für meine Combo und ich brauche eine bestimmte Karte aus dem Deck, die ich grabben muss und da ist die halt besser. Deswegen ist halt das nicht unbedingt immer so clever zu sagen, okay, ich gucke mal, welche Karten gehen plus, weil im direkten Vergleich das auch scheitert, sondern man muss quasi gucken, wie gut ist die Karte für sich alleinstehend und wie gut ist die im Kontext, ne, mit anderen Interaktionen und gibt es Karten, die vielleicht den Job, den die Karte macht, besser macht. Ne, deswegen... Das muss plus zu machen, aber vielleicht sagt er noch was anderes. Wir hören noch mal weiter, was er zu sagen hat. Das neigen halt dazu Meta-Decks. Bestes Beispiel hier aus Branded Fusion. Branded Fusion, wenn du das Ding einmal resolved bekommst, dann hast du halt im Endeffekt so viele Ressourcen im Nachhinein. Du hast ein volles Board und du hast halt Follow-up. Das bringt natürlich gut, eine der besten Karten ins Spiel zu nehmen als Beispiel. Aber ja, das ist genau der Punkt, worum es halt geht. Ne? Für sich alleine sagt sie halt, ich mache eine Funktionsbeschwörung von aus dem Deck. Wenn man aber weiß, was die Karte dann noch accomplishen kann, dann klar, dann... Ist natürlich krank. Halt die meisten blauäugigen Karten nicht. Das ist halt mitunter ein Grund, warum Karten da draußen als schlecht betitelt werden oder als nicht viable. Das heißt nicht, dass wir da draußen dein Deck. Ja, wobei, also es gibt natürlich noch halt wirklich halt Garbage-Karte und halt nicht spielbar, weil jeder wird anerkennen, dass Chaos Max für sich alleine in der Bubble eine gute Karte ist, die aber nicht funktional im Deck eingebunden werden kann. Das heißt, wenn es irgendwann in der Zukunft ein Deck gibt, wie auch immer, was den konstant simpel beschwören kann und Ghost Second wirklich damit immer den OTK drücken kann, dann würde diese Karte auch gut spielbar sein. Gibt's aber aktuell nicht und wird es wahrscheinlich in Zukunft auch nicht so schnell geben, dass das wirklich spielbar ist, weil dann habt ihr immer das Problem, wenn ihr First geht, macht ihr auch nichts. Deswegen, das, so eine Karte zu brechen, ist relativ schwierig, aber das heißt, der Kontext drumherum, alles was du im Deck spielst oder in was für ein Format die halt gespielt wird, ist halt auch immer so die Frage. Wenn du halt ein Format hast, wo alle Karten targeten und was zerstören und das maximale Angriffspunktmonster ist halt 3000, dann klingt Chaos Max wieder ziemlich gut, weil er einfach nicht überrannt werden kann. Ja. Ja. Also, gefällt mir bis jetzt ganz gut. Nisko hat da ein paar gute Punkte auf jeden Fall. Naja,
scheiße finden oder dich persönlich angreifen, wahrscheinlich, weil es dein Lieblings-Archetype ist, das ist man kritisch, den wir so ein bisschen schlecht reden. Nur von einer logischen Konsequenz, von Leuten, die viel Meta spielen, aka mich, Julio, DTV und so weiter, muss man jetzt halt aber auch sagen, dass wir halt uns sehr auf das eine eingeschossen haben. Ja. Ich glaube, ein sehr, sehr gutes Beispiel jetzt hier mit dabei ist jetzt auch Goti. Goti hat zwar jetzt ein bisschen Support bekommen in den letzten paar Wellen, aber man muss jetzt auch sagen, es ist nicht wirklich gut. Was kann Goti denn spezifisch? Goti kann jetzt im Endeffekt nur einmal eine Synchro 8 machen, indem sie meistens eine Karte von ihr verbannen und dann nochmal einen Synchro 10 Play machen, indem sie alles auf dem Spielfeld verbannen. Viel. Aber ich glaube, du kannst auch ein anderes Synchro 10 Monster bauen. Aber gehört jetzt nicht dazu, aber. Mehr macht Goti tatsächlich nicht. In ihrer eigenen Zeit können sie kein wirkliches Board etablieren, sie spielen mehr in deinem Turn und halt da auch nur mit Restriktionen. Jetzt hat Goti auch nochmal ein neues Boss-Monster hinzubekommen, was einen Effekt in der Battle-Phase hat. Und da muss man jetzt auch schon leider nochmal einhaken, und zwar Effekte, die in der Battle-Phase erst stattfinden, sind in der Regel nicht gut. Das liegt jetzt aber halt auch daran, weil. Würde ich jetzt auch nicht pauschalisieren. Jetzt ist mal die Frage, was für eine Karte, wie einfach in die Battlefields kommst. Und da der Kontext ist halt super wichtig, ne? Die Karte hört sich auf jeden Fall nicht so gut an. Aber eine Karte wie Fenrir zum Beispiel, die ja in der Battlefield, wenn der Tech-Declare was triggert, ist halt auch wieder ziemlich gut. Wobei, die hat auch einen anderen Effekt, wenn das Monster-Effekt aktiviert wird. Aber es sind trotzdem Effekte, die funktionieren können. Aber auch wieder eine Frage vom Kontext, logischerweise, ne? Aber wenn die halt nur im Battlefield das macht und dann ganz spezifisch, wenn der Gegner die halt vorher removen kann, ist natürlich schade. Und das ist genau das Problem, dass Karten meistens vorher removed werden, bevor du auf den Effekt in den Battlefield triggern kannst. Ja. Die meisten, beziehungsweise das meiste Play findet in der Main Phase statt. Viele kommen gar nicht erst zur Main Phase irgendwie zum Angreifen, dass dann solche Effekte triggern kann. Okay, gut. Jetzt ist es halt einfach, dass dadurch der Archetype ein bisschen underpowered ist. Es ist nett für Küchentisch, es ist nett, damit mal auf Locals zu gehen. Das ist ja auch das Witzige. Es muss ja auch nicht jedes Deck high competitive spielbar sein. Das ist ja auch so das Ding, ne? Nur weil jetzt ein Deck als schlecht betitelt wird, heißt ja nicht, dass es nicht funktional ist. Das heißt nur, dass es halt im Kontext von Meta auf einem Turnier nicht wirklich abreißen kann. Wenn ihr mit Freunden spielt, wie jetzt ich sagen möchte, dann spielt ihr halt. Wenn ihr halt alle so ein ähnliches Power-Level habt, kann das ja auch unglaublich unfair sein, wenn der Gegner halt ein Monster hat, was halt crazy gut ist. Und dann ist es halt in eurem lokalen Meta halt crazy, aber das heißt ja nicht, dass halt das überall halt so ist, ne? Deswegen könnt ihr halt auch da, wenn ihr mit euren Freunden Decks baut und die sind alle auf einem ähnlichen Power-Level, können das auch sehr cool sein, ist halt dann nicht meta-relevant, aber ist ja trotzdem funktional, ne? Aber in einem großen Rahmen, wenn man mal komplett implizit nicht stattfindet, ist Goti leider kein gutes Deck. Jetzt neigen aber dazu leider Spieler, dass man sagt, nein, du bist ein schlechter Spieler, draus zu lesen, weil sie ein Deck mögen. Das ist aber nicht der Fall. Wir versuchen das einfach nur ein bisschen logisch runterzubrechen, weshalb ich halt Karten persönlich nicht als gut empfinde. Ein weiteres Beispiel ist aktuell, und zwar in Branded Despia. Ich bin kein Fan von Dragoon in meinem Despia-Bild. Das liegt... Ich glaube, da würde ich sogar widersprechen, weil ich finde Dragoon in Despia aktuell schon ziemlich gut. Mich würde sein Reasoning mal interessieren. Das könnte jetzt spannend werden. Hier ist einfach nur ganz daran, weil Dragoon, naja, ist für mich jetzt auch nicht mehr das, was er als vor 2 Jahren war. Damals war er noch wirklich ein Monster, was man nicht wirklich outen konnte. Mittlerweile ist halt ein Omni-Negate, wo du eine Handkarte weglegen musst. Und innerhalb von Despia, wenn dein Dragoon einmal geoutet wurde, kannst du nicht mehr weiterspielen, weil du in der Regel schon durch deine ganzen Fallen auf Albas durchrotiert bist. Weshalb ich jetzt das... Das Reasoning selber macht pauschal Sinn. Wobei ich jetzt für Despia sagen würde, dass du den Dragoon halt baust, damit du halt gegen Kashtira ein besseres Matchup hast. Weil Kashtira hat tatsächlich Schwierigkeiten, den zu outen. Weil wenn der halt einmal was negiert hat, dann hat er 4000 und die Kashtira-Sachen, die targeten. Das bedeutet, das kommt dir halt schwer drüber und der kann ja auch noch was schießen. Das heißt, das ist auch eine Option, wenn du halt Second gehst, dass du das halt bauen kannst. Und du hast noch die Möglichkeit mit Cartesia den Haar zu sammeln, wenn du ihn in die Hand ziehst. Und du kannst ihn in den Friedhof legen und damit Dubellion aus dem Exempel beschwören. Und kannst danach noch immer mit Cartesia Albion machen. Um dann halt dann für Albion zu machen. Dann kannst du immer noch Albion machen. Und kannst dann halt Mirrorjet machen. Ich glaube schon, dass der einen Platz im Deck hat. Ich verstehe, warum man es halt nicht machen möchte. Aber ich glaube schon, dass das gar keine so schlechte Idee ist, das zu considern. Ne? Aber ich verstehe das Reasoning, aber ich würde, glaube ich, in dem Fall nicht agreeen. Aber das ist das Schöne dabei,
dass ja die Meinungen von Menschen verschieden sein können. Aber ich muss auch fairerweise sagen, Niska ist ja der Spieler mit gerade dem unglaublich geilen Standbild, sehe ich gerade. Und nicht ich, deswegen würde ich sagen, ich würde da seine Meinung wahrscheinlich mehr wählen als meine eigene. Aber es klingt auf jeden Fall auf Papier, klingt es echt nicht schlecht, dann das zu machen. Oder wenn du wirklich halt dann schaffst, Fusion Deployment, Normal Summon Cartesia, Hard Summon Dragoon und dann halt die Brand Fusion zu protecten vor Ash, klingt nicht so scheiße. Das ist jetzt nicht so konstant möglich, logischerweise, aber du hast halt Wege, das zu machen. Und ja, keine Ahnung, es kann, glaube ich, aufkommen, dass es relevant wird. Das auch nicht unbedingt als das, naja, Gelbe vom Ei ansehen würde und auch kein Fan von Dragoon bin. Natürlich, er hat seine Niche-Application, er hat seine Vorteile, ihn zu spielen. Ja. Es ist jetzt aber in meinen Augen nicht gut, weil es halt mal überraschend kam, aber das war es jetzt halt auch schon leider. Also es gibt viele solcher Fälle, was öffentlich gesehen wird. Weil ich weiß jetzt nicht, was jetzt die aktuellen Builds sind, die getoppt haben. Ich habe mir jetzt die von den YCS nicht angeguckt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir einige in Top-Listen sehen werden, die auch Dragoon spielen. Ich müsste mal bei Julian vorbeigucken. Der hat bestimmt da wieder ein Video gemacht zu den ganzen Top-Listen. Einfach mal gucken. Aber wichtig für euch immer, dass ihr mit dem Deck confident seid und ihr das Deck spielt, weil ihr spielen möchtet. Und wenn ihr jetzt vielleicht Dragoon spielen wollt, weil ihr Dragoon cool findet, dann spielt den halt. Aber erwartet dann nicht, dass halt das Beste ist, was man machen kann. Weil wahrscheinlich ist das nicht das Beste, aber ich finde es tatsächlich, also ich persönlich würde sagen, das Reasoning ist halt solide von dem, warum man das halt spielen kann. Von, oh, das ist gut, dann sagen die bösen Yugi-Tuber, das ist schlecht, ergo, der Yugi-Tuber ist ein Trottel und der hat ja nur noch sein Getunnele auf die Meta. Ja, das ist auch mal richtig fies, ne? Weil, klar, wir gucken halt viel aufs Meta, weil das halt das ist, was halt relevant ist für das Game aktuell. Und in dem Kontext fallen manchmal so ein paar Sachen logischerweise ein bisschen runter. Aber wie er schon so gesagt hat, also da jemanden anzugreifen, also es ist ja nicht der Plan, wenn ich jetzt sage, die Karte ist halt nicht gut und du findest die Karte halt mega cool, dann muss man halt sich überlegen, okay, soll ich mich jetzt angegriffen fühlen, weil er gesagt hat, diese Karte ist halt nicht gut. Und dann sagen ja auch viele so, ja, dann bist du halt ein schlechter Spieler, wenn die Karte nicht gut findest, ist auch irgendwie so, keine Ahnung. Ja, also wird keiner persönlich angegriffen, wenn sowas mal passiert in einem Video, weil es halt wirklich im Kontext von der Sphäre von Meta geht, ja. Natürlich, wir beschäftigen uns am meisten mit der Meta und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir viele Karten da draußen halt schlecht sehen. Naja, ja. Wenn euch dieser Einblick gefallen hat, lasst es mich wissen. Schreibt es runter in die Kommentare. Ihr kennt den Deal. Like und Abo. Hab euch da draußen ganz, ganz toll lieb. Ja, also Aufruf folgen. Lasst ihm gerne mal ein Abo da. Er hat fast meine Abozahl, hat mich fast eingeholt. Respekt an den Jungen. Er macht übrigens fast jeden Tag, glaube ich, einen Short oder jeden Tag sogar, die auch manchmal ganz interessant sind. Also ich guck da ganz gerne mal rein, ich guck mir bei Niska wirklich mal ein bisschen Content an. Ich mag den Jungen, der ist, auch wenn er manchmal schreit, super sympathisch. Ich finde das Schreien, by the way, nicht schlimm. Ne, Nico, falls du das siehst, schrei gerne weiter rum. Finde ich super funny. Vielleicht finde ich das Thema auch gleich von selbst, wenn man Dinge wie differenziert Zukunft bewertet. Ja, aber muss ich jetzt wirklich halt gucken, dass ich da jedes Mal, wenn ich sage, gut, nicht gut, gucke, ob das irgendwie jetzt in so ein Tier einteilen muss, wie schlecht die jetzt ist. Ja, okay. Guck mal, den Punkt, den verstehe ich sogar. Ne, wenn jetzt quasi halt, du hast jetzt, sag mal, 30 Euro investiert, weil du nicht viel Geld hast, du hast ein Deck gebaut, denkst du, okay, das Deck ist ganz cool, und dann sagen die alle, oh, das Deck ist aber scheiße. Denn viele übernehmen ja diese Meinung einfach und sagen, oh, das Deck ist halt kacke, und ne, warum spielst du das Deck, ist scheiße, und denkst du, ja, ich habe nicht viel mehr Geld, ich kann nur das Deck spielen. Das kann ich sogar relaten, also das finde ich ja sogar gar nicht so ein schlechter Take an das, was Niska gesagt hat. Aber trotzdem muss man auch dann wiederum sagen, ja, aber wenn du halt im Widespread Meta siehst, das Deck ist halt nicht super relevant, dann ist es halt meistens auch nicht so gut wie die anderen Decks, die halt gespielt werden. Weil halt, schlecht heißt ja nicht, dass das Deck nicht gut in sich funktioniert. Das heißt nur, dass es in Relation zu den anderen Sachen nicht dasselbe Ceiling hat oder dieselben Sachen konstant machen kann wie die anderen Decks. Das ist ja immer das Ding. Das ist halt ja, deswegen, okay, wir nehmen jetzt halt schlecht als schlecht, ne? Deswegen ist der erste Kommentar gar nicht so blöd, wie ich dachte jetzt gerade. Weil es natürlich halt so kleine Ebene gibt, was für ein Tier schlecht das natürlich ist. Ne? Wir nehmen natürlich jetzt, okay, Meta, ein paar Tiers runter und dann sagen wir, alles darunter ist halt nicht viable. Und nicht viable heißt jetzt nicht unbedingt schlecht, das heißt nur, dass es halt im Format nicht unbedingt so gut spielbar ist gegen die anderen Decks. Ja. Aber das war's mit Niskas Video. Fand ich ein gutes Video. Alle gut gemacht, gut erklärt, die Punkte waren solide. Ich konnte jetzt nicht wirklich dagegen argumentieren, will ich auch gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich bin nur bei Dragoon nicht ganz seiner Meinung, aber das ist ja das Schöne.
alle verschiedene Meinungen. Wenn ihr mehr von meinem Content sehen wollt, lasst mir gerne mal ein Abo da. Wenn ihr mehr von Niskas Content sehen wollt, guckt in die Infobox, da ist der Link zu seinem Channel. Springt mal rüber, guckt euch mal das Originalvideo an, lasst da gerne einen Kommentar da, um zur Diskussion beizutragen, das ist vielleicht auch ganz geil. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, bis dann rein. Ciao, Leute.